Jay Gurudev, seid herzlich willkommen zu meinem Video mit dem Thema Ich bin ein göttlicher Heiler und ein göttlicher Lehrer. Und das Gleiche kann ich für euch auch sagen. Jeder von uns ist ein Heiler und ein Lehrer, ein Seelenlehrer. Und wenn wir das mal betrachten, dann sieht das so aus, dass wir von Natur aus das Selbst sind. Und das Selbst ist die reine Liebe. Das Selbst, das sind wir. Wir, jeder von uns, ist die reine Liebe. Und die reine Liebe heilt alles. Und die reine Liebe ist unser bester Lehrer. Und wenn du, ich und wir alle im Kontakt mit uns selbst sind, dann sind wir mit dem Göttlichen verbunden, mit dem göttlichen Licht, mit der göttlichen Liebe, mit der göttlichen Intelligenz, mit der göttlichen Freude, mit dem göttlichen Frieden. Alles sind wir. Und das waren wir immer schon. Immer. Wir haben es nur vergessen. Und jetzt geht es darum, dass wir uns wieder daran erinnern, dass wir von Natur aus göttlich sind. Und das steht ja auch in der Bibel, dass Gott uns Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Das heißt, die ganzen Wunder, die durch Jesus uns gezeigt wurde, dass er Tote zu Lebendigen, dass er Tote wieder auferstehen ließ, dass er Lahme wieder laufen lassen konnte, das ist ein Ausdruck dafür, dass jeder von uns das kann. Jeder Mensch kann sich seinen Liebsten, seinen Nachbarn heilen und mit Wissen versorgen, damit er, dein Nachbar, deine Freunde, alle geheilt werden und glücklich sind. Der einzige Punkt ist jetzt der, dass wir uns wieder daran erinnern, dass wir all diese Qualitäten, die ich gerade aufgezählt habe, was wir sind, diese Möglichkeiten, diese reine Intelligenz in Form zu bringen und unsere Göttlichkeit zu leben, das Einzige, was notwendig ist, dass wir uns daran erinnern. Die Memory ist uns verloren gegangen, dass wir das Selbst sind und das Selbst ist die reine Liebe. Die Leute, die Jesus geheilt hat, Jesus hat gar nichts gemacht. Der war einfach durch seine Präsenz da und er war die reine Liebe. Und diese reine Liebe, wenn die da ist, durch jetzt wie zum Beispiel durch Jesus, dann wird alles geheilt. Sicherlich ist er mit der Aufmerksamkeit zu den Leuten gegangen, die Heilung benötigten, aber mehr auch nicht. Und alles andere geschieht spontan. Und so ist jeder von uns, oder sagen wir mal, jeder von uns hat dieses Potenzial, sich zu heilen. Sich und andere zu heilen. Das Einzige, wie gesagt, verbinde dich mit deinem Selbst,
Erinnere dich an deinem Selbst, das, was du bist und schon immer warst, und dann bist du ein Heiler. Dann bist du ein göttlicher Heiler. Und dann bist du ein göttlicher Seelenlehrer auch. Weil die Seele, kann man so verstehen, die Seele weiß alles. Die hat alle Informationen von dir, von deinen Freunden, von deiner Umgebung, von der gesamten Schöpfung. Alle Informationen sind in der Seele. Und wenn du dich als deine Seele wieder erkennst und erfährst, dann bist du ein göttlicher Heiler. Dann hast du die Fähigkeit, die Möglichkeit zu heilen. Und das hat unsere Welt ja so notwendig, gerade jetzt, wo so viele Turbulenzen da sind. Wir sind im Kali-Yoga und da geht es, ist die Materie im Vordergrund und das Spirituelle ist im Hintergrund. Und das ist gut, wenn es Leute gibt, die Kontakt zu sich selbst aufnehmen und erkennen, dass sie das Selbst sind und dann als Heiler tätig werden. Heiler heißt jetzt in dem Sinne, du musst gar nichts machen, weil ein guter Heiler muss nichts machen. Der macht nichts. Der ist einfach nur da durch seine Präsenz, durch seine Gegenwärtigkeit. Und wir können nur in der Präsenz sein, wenn wir uns von Stressen und Verspannungen gereinigt haben. Das heißt, all die Blockaden, die in unserem Nervensystem sind, verhindern es, dass wir uns daran erinnern, dass wir das Selbst sind. Wenn wir so viele Stress und Verspannungen noch haben, dann identifizieren wir uns mit dem Körper, mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen, sehen nicht oder erfahren nicht, dass wir die Transzendenz sind, erkennen nicht, dass wir das Selbst sind, das Selbst, das auch als nichts betrachtet wird, das aber alles wahrnimmt, alles erkennt, aus sich selbst heraus. Und solange wir das nicht wirklich in uns realisiert haben, jetzt das Selbst, und das geschieht, wie gesagt, das geschieht nur, wenn alle Blockaden weg sind, wenn unser Nervensystem gereinigt ist von diesen Stressen, von diesen Blockaden, dass es gut funktionieren kann. Und dann ist das Nervensystem in der Lage, dass wir unser individuelles Bewusstsein auf die Ebene des kosmischen Bewusstseins bringen. Das heißt, wir sind dann, unser Geist ist dann das transzendentale Bewusstsein. Und dann sind wir, da sind wir die Naturgesetze. Und das Selbst ist der Wahrnehmende von uns, von den Naturgesetzen, von den Handlungen, von das, was wir mit unseren Wahrnehmungsorganen erfahren, von dem Wissen, was in uns aufkommt. Der Verstand, das ist eigentlich nur ein Produkt, sagen wir vorwiegend, nicht nur, vorwiegend ein Produkt der Vergangenheit, von den Gedanken der Vergangenheit. Und wenn wir jetzt alles transzendieren und alle Blockaden auflösen, dann ist der Verstand schon noch da und wird auch benötigt, aber wir sind gegenwärtig. Wir sind immer in der Präsenz. Was heißt Präsenz? Das heißt, du hast dein Sein realisiert, Bewusstsein, nicht das Sein, ist jetzt bewusst, vorher war es unbewusst und jetzt aus dieser Bewusstheit nimmst du die objektive Welt wahr und das geschieht in der Gegenwart. Du bist völlig in der Gegenwart und gleichzeitig kann man auch sagen, du bist dann völlig in dieser Liebe, in dieser Heilfähigkeit, dieser Heilmöglichkeit, weil die Transzendenz ist so. Wenn du connected bist, wenn du verbunden bist mit der Transzendenz, dann ist dein Geist so klar, so scharf, dein Intellekt so klar, so scharf, die reine Intelligenz, die sich dann durch dich ausdrücken kann, das ist so perfekt, da passieren keine Fehler mehr. Oder sagen wir mal, solange du noch nicht die Einheit erkannt hast, passieren hier und da schon noch kleine Fehlerchen, aber die sind nicht mehr so gravierend, aber du wirst von nichts mehr überschattet. Du bist frei, bist im Frieden und bist in deiner Liebe, die jetzt zunimmt nach dem kosmischen Bewusstsein. Dann nimmt die Liebe zu und im Gottesbewusstsein hast du den höchsten Zustand der Liebe erlangt und dann bist du auch ein perfekter Heiler, weil auf der allerfeinsten Ebene deines Denkens, auf der feinsten Ebene der Schöpfung, da ist der Blisskörper, dieser Glückseligkeitskörper.
ist noch im Relativen. Und wenn du erkannt hast, dass du das selbst bist und Zeuge von dem Glückseligkeitskörper, von dieser reinen Liebe, die sich da ausgedrückt hat, dann kannst du mit dieser Liebe alles heilen. Du heilst dich, du heilst die Welt, du heilst deine Familie, alles. Und das geschieht, wie gesagt, einfach durch deine Präsenz, durch deine Gegenwärtigkeit. Und das ist so ein wunderbares Geschenk, das wir haben und das jeder erlangen kann. Und das merke ich auch so, das ist so wunderschön. Einfach in sich selbst sein. Und das sieht dann so aus, wenn du in der Gegenwart bist, in der Präsenz, da bist du immer mit dem, was gerade ist. Ich hatte jetzt vor 2 Tagen ein wunderschönes Erlebnis, das möchte ich gerne mit euch teilen. Da war ich am Hafen von Lindau. Und dann sah ich, wie ein kleines Mädchen auf mich zugelaufen kam. Die war vielleicht 2 Jahre alt, denke ich, konnte gerade gut laufen. Und dann schaute mich das kleine Mädchen an. Und ich schaute sie an. Und da war keine Trennung zwischen uns. Da war einfach nur diese Gegenwärtigkeit da. Und das hatte dieses kleine Mädchen genauso. Ich spürte, die ist ganz bei mir. Und unsere Augen trafen sich. Und da war nur Liebe. Nur Heilung. Und die Kleine strahlte aus allen Poren. Und nach etwa 2-3 Minuten lief sie zur Mutter zurück. Und ich schaute die Mutter an. Und die strahlte genauso. Die war so zu Tränen gerührt, einfach wie sie das gesehen hat, wie das kleine Mädchen, ihre Tochter, in Kontakt mit mir war und so diese Liebe spürte. Diese Liebe, die nichts will, die nicht irgendwelche Absichten hat, wo keine Gedanken da sind im Kopf, wo der Verstand ganz ruhig ist, wo es diese Vrittis gar nicht mehr gibt, wo einfach nur Stille ist und so Zeuge von dem, was ist. Und genauso, und das ist Liebe, das ist die wahre Liebe, die jeder haben kann und jeder erfahren kann, wenn er in sich selbst die Stille realisiert hat, wenn er in sich selbst die Transzendenz realisiert hat. Das heißt, es ist gut, regelmäßig zu meditieren, zu transzendieren, das transzendentale Bewusstsein zu realisieren, das transzendentale Bewusstsein nicht mehr zu verlieren, dass es immer da ist, dann bist du immer gegenwärtig und dann bist du nachts auch gegenwärtig. Das Selbst schlief nicht und du bist das Selbst. Nach deiner Selbstrealisierung erkennst du, du bist das Selbst, du bist nicht der Körper, das ist keine Identifikation mehr und der Körper schläft, du bist wach. Und das ist ein wunderbares Zeichen, ein gutes Mittel, um zu erkennen, ob du in der Präsenz bist, permanent. Nicht nur mal eine Minute oder 2 oder mal 10 Minuten, halbe Stunde. Nein, immer, immer jeden Augenblick, immer mit dem, was ist, sein. Und denn, da gibt es keine Zeit, keinen Raum. Und wenn dir ein Mensch begegnet, wie ich das erfahren habe, das ist schon ein Erlebnis mit dem kleinen Mädchen, dann wirst du erfahren, dass du immer glücklich bist. Dir fehlt nichts. Weil das Selbst genügt sich selbst. Und du bist das Selbst. Und da brauchst du nichts. Diese Unruhe, den Unfrieden, den haben wir nur dadurch, weil wir uns immer mit etwas verbunden haben und was uns dann wieder genommen wird. Zum Beispiel bist du verliebt und deine Geliebte oder dein Geliebter verabschiedet sich von dir. Du hast dich gebunden, du hast dich überschatten lassen, du warst sozusagen ein Sklave sozusagen von deinem Partner und jetzt verabschiedet er sich. Ja, und das ist Verlust. Da hast du deine Schmerzen, da fühlst du dich nicht gut. Und so ist ja bei allen Dingen, bei Kindern, wenn die ihre Bonbons nicht bekommen, dann werden sie sauer, schreien, brüllen, alles Mögliche. Und so ist es bei den Erwachsenen genauso, wenn sie ihre Wünsche nicht erfüllt bekommen, wenn sie viel Geld verdienen wollen und sie bekommen das nicht, dann sind sie ärgerlich, sind sie wütend,
all diese Dinge, die wir kennen. Das ist, heißt immer, die leben, wir leben alle ein Leben in Mangel und nicht ein Leben in Liebe. Die Liebe, die trägt uns, die führt uns, die heilt uns und sie lehrt uns. Und wenn wir genau gucken, wenn wir nicht mehr in dieser Abhängigkeit sind und uns nicht mehr identifizieren mit den Objekten, dann werden wir erkennen, dass wir selbst die Liebe sind. Und das kann man gar nicht oft genug betonen, wie schön das denn ist, mit sich selbst zu sein. Und da gibt es keinen Mangel. Dieses Mangelbewusstsein kommt ja nur daraus hervor, weil wir vergessen haben, dass wer wir sind. Das Selbst ist alles und nichts. Das heißt, das Selbst umschließt die gesamte Schöpfung. Alles, was je gedacht worden ist oder entstanden ist, kreiert worden ist, ist als Erinnerung im Selbst. Und wenn wir in Kontakt mit uns selbst sind und dieses Feld aller Möglichkeiten in uns durch das TM-City-Programm oder ja, oder auch indem wir uns immer wieder mit dem Selbst beschäftigen, aktiviert haben, dann haben wir das Heim allen Wissens zur Verfügung. Da sind wir nicht nur ein guter Heiler, sondern wir sind auch ein guter Lehrer. Weil, wenn wir den Zugang haben in uns zu diesem Feld aller Möglichkeiten oder das Heim allen Wissens, ist beides identisch, Heim aller Möglichkeiten, das Heim allen Wissens, das ist diese Ebene der Transzendenz, die aktiv ist und die wir aktiviert haben, wo alles, die ganze Schöpfung, alle Erinnerungen drin enthalten sind. Und wenn wir diesen Kontakt haben, dann sind wir der perfekte Heiler, weil alles, was auch benötigt wird, das kann auch einen Ausdruck finden, wie beim Doktor, nicht der Rezepte ausschreibt, aber das sind alles göttliche Rezepte, die wir dann verordnen. Weil da kommt keine Chemie in unser Bewusstsein, die jetzt irgendjemand heilen soll. Nein, da kommt nur die Natur zum Ausdruck, die wir selbst sind. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für euer Dabeisein. Das war jetzt so mein kleiner Überblick, dass wir alle Heiler sind, dass wir alle die reine Liebe sind, dass wir alle die Möglichkeit haben, unser volles geistiges Potenzial zu entwickeln. Geistiges Potenzial heißt auch gleichzeitig, dass wir kein Sklave mehr sind von unserem Körper. Dass nicht der Körper bestimmt, wo es lang geht, sondern dass wir das reine Bewusstsein darüber bestimmen, ob der Körper leicht wird wie eine Feder und sich in die Lüfte heben kann, wie das bei den TM-Siddhis beschrieben wird, bei den Yoga-Sutren von Patanjali, die, ob wir hellsichtig sind, ob wir hellhörig sind, ob wir alles Wissen zur Verfügung haben, was wir gerne möchten. Alle Möglichkeiten sind da. Das Einzige ist nur, der erste Schritt ist erstmal, dass wir uns wieder daran erinnern, wer wir sind. Und das ist, dazu ist es notwendig, dass wir unterscheiden können zwischen selbst und nicht selbst. Und die Unterscheidung kommt mit dem ersten Transzendieren, wie es bei mir war. Ich wusste gar nicht, was selbst ist, aber ich habe transzendiert meinen Körper, den Peter, den gab es ja nicht mehr. Und war nichts mehr da, da war nur das Nichts. Aber da war Bewusstheit ohne Zeit und Raum. Und damit fing diese Unterscheidung an zwischen selbst und nicht selbst, was notwendig ist, um höhere Bewusstseinszustände zu entwickeln. Ohne diese Unterscheidung, so steht es in den vedischen Schriften, ist es gar nicht möglich, ein Klang zum Abend, zur abendlichen Stunde hier, ein Traktor, ist es gar nicht möglich, denn nachher auch erstmal in dieses kosmische Bewusstsein zu kommen. Das passiert erstmal, dass wir immer transzendieren und diese Unterscheidung haben. Und dann aber, dann beginnt die Entwicklung erst. Dann beginnt die Entwicklung hin zum Gottesbewusstsein. Und da ist das Herz gefragt. Das ist wirklich so, da beginnt auch die Liebe. Wenn wir wissen, ich bin das Selbst und bin aber noch getrennt von meiner Partnerin, von meinem Partner, von meinen Kindern, von den Objekten meiner Wahrnehmung bin ich noch getrennt. Aber durch die Liebe und Hingabe zu all denen, zum Partner, Kindern, Umgebung,
entfaltet sich unsere Liebe, unser Herz wird größer. Und dann werden wir erfahren, dass alles ein Ausdruck der Liebe ist. Und das passiert im Einheitsbewusstsein. Dass wenn keine Trennung mehr da ist, dass wir wirklich die Einheit überall erfahren, erkennen. Und wenn ich das sage, überall erfahren, das ist nicht so ganz richtig, aber im Sprachgebrauch ist das manchmal so, dass man Worte benutzt, die aber nicht so ganz die Wahrheit entsprechen können. Aber wir haben nicht die Möglichkeit, in einer absoluten Sprache zu sprechen, weil das Absolut keine Sprache hat. Und deshalb benutzen wir so die relative Sprache, die aber immer wieder ein bisschen hinkt. Aber nochmal zum Schluss, das Selbst erkennt sich selbst. Und wenn du deine Frau, deine Kinder, dein Hund, deine Katze betrachtest, wenn du in diesem Einheitsbewusstsein bist, wo keine Trennung mehr ist, dann erkennt das Selbst sich in deiner Partnerin, in deinem Hund, in deiner Katze, bei deinen Kindern. Weil das Selbst ist überall, das ist in jedem Objekt enthalten. Es gibt kein Objekt könnte existieren, wenn nicht auch das Selbst da wäre. Und wenn wir ein Objekt betrachten, dann erkennt das Selbst sich selbst. Das Selbst ist sich seiner selbst bewusst. Und ist Zeuge von der Transzendenz und von all den relativen Erscheinungen, die wir durch unsere Sinne wahrnehmen. Wir können sagen, das Selbst hat keine Augen. Aber es sieht durch deine Augen. Das Selbst hat keine Ohren, aber das Selbst hört durch deine Ohren. Also ist aber nur wahrnehmen, nicht nur wahrnehmen, ohne jetzt zu sagen, dass es da Erfahrungen macht. Das ist wie der Spiegel, man kann das auch so sehen, der Spiegel, der erkennt alles, was vom Spiegel kommt, aber das ist alles. Der macht nicht eine Geschichte draus, der sieht einfach nur, ist einfach hier und jetzt. Genauso, was wir immer sagen, wir sind völlig in der reinen Präsenz, in der reinen Gegenwart, wenn wir das Sein realisiert haben, wenn wir das, die Transzendenz realisiert haben, wenn wir ganz in uns selbst gegründet sind. Ich bedanke mich ganz herzlich.